Ja, Hannover ist ja bekannt als eine sehr grüne Stadt. Hannover ist auch bekannt als Messestadt, aber wussten Sie, dass Hannover auch eine Stadt des Hörens ist? Kaum ein anderer Standort in Deutschland bündelt so viele Kompetenzen zum Thema Hören in Wissenschaft, Bildung, Medien und Kultur. Hörregion, das soll in Zukunft eine Dachmarke, ein Branding, ein Vorteil für Hannover werden. Und was dahinter steckt, das hören Sie jetzt. Schall, Klang und Sound, das sind die Zutaten für ein ordentliches Klangerlebnis. Und es sind die Markenzeichen einer ganzen Region, unserer Region Hannover. Was die wenigsten wissen, soll jetzt unter der Dachmarke Hörregion jeder kennenlernen. Die erste Schallplatte kommt aus Hannover, die erste CD kommt aus der Region Hannover. Hier gibt es viele Plattenfirmen, hier gibt es Firmen, die die Schallübertragung machen, bis hin natürlich zum Hören und zu den Wandlern. Und natürlich, wenn man dann nicht mehr so gut hört, noch am Schluss die Behandlung der Schwerhörigkeiten in allen möglichen Formen. In den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft soll die Hörregion jetzt Maßstäbe setzen und vor allem ein Bewusstsein für das Thema Hören schaffen. Für mich ist wichtig, Menschen zu sensibilisieren, was macht Hören aus und wie wichtig ist das für uns eigentlich, weil wir immer denken, wir sind sehr visuelle Menschen und nehmen erstmal alles über das Sehen auf. Aber das stimmt gar nicht. Wir nehmen ganz, ganz viel nebenbei übers Hören auf und fühlen uns sicher oder unsicher oder werden im Supermarkt dazu beflügelt, doch die Produkte zu kaufen, die wir nicht wollten oder irgendetwas. Das beeinträchtigt einen total und das ist einem gar nicht so klar im Alltag, glaube ich. Für mich auf jeden Fall ist die Hörregion etwas, dass man das klarer macht, dass man das mehr in Fokus stellt. Fokussieren ist das eine, verbessern die andere Seite der Medaille. Gesellschaftliche Teilhabe, Bildungschancen, Beschäftigung und Wertschöpfung sind hier die Stichworte. Die Hörregion bringt hoffentlich den Menschen etwas. Wir versuchen ja über einen positiven Zugang, über den kulturellen Zugang, aber auch über den Bereich, den es hier an Firmen gibt, an Institutionen, die sich damit beschäftigen, deutlich zu machen, welche Qualität wir eigentlich haben. Also Hannover City of Music zum Beispiel, anerkannt, UNESCO City of Music ist ein Teil. Die Musikhochschule gehört dazu. Sie wird hoffentlich auch ein bisschen Imagegewinn bringen, weil wir deutlich machen, hier gibt es eine Menge. Die Musikhochschule hat in bestimmten Bereichen wirklich Weltruf. Die besten Musiker gehen hierher, weil man hier am besten studieren kann. Wir haben also eine Menge Potenzial. Ziel ist es, das, was es gibt, zu bündeln und einen Rahmen zu schaffen, dass die Akteure aus den unterschiedlichen Sichtweisen besser zusammenarbeiten können. Und das wird Projekte geben, das wird Zusammenarbeit geben, neue Impulse geben und davon versprechen wir uns eine ganze Menge. Die Hörregion Hannover ist ab jetzt die Dachmarke, die dem Thema Hören in der Region Hannover mehr Gehör verschaffen wird.